Morgen! Es ist jetzt um 12. Ich bin schon 2 Stunden wach und habe diese 2 Stunden nicht am Handy verbracht. Ich habe das jetzt heute sehr durchgezogen. Ich habe schon Sport gemacht, ich war schon duschen, ich habe schon meditiert, ich habe meine Augenroutine schon gemacht. Ersten 2 Stunden des Tages eben nicht am Handy zu verbringen, sondern erstmal mit sich selbst wach zu werden. Weil eine Freundin von mir zum Beispiel macht das auch und die meinte, dass das Dopamin-Level dann über den ganzen Tag auch direkt weniger ist. Also im Sinne von, dass sie den ganzen Tag darauf nicht wirklich ihr Handy so craved. Und ja, wie gesagt, meditieren werde ich jetzt auch jeden Tag machen. Und um 16 Uhr, sprich in 4 Stunden, muss ich bei einer Freundin sein und dann machen wir einen Kleidertausch. Da muss ich auch noch mal ein bisschen was vorbereiten und gucken, was ich jetzt alles mitnehme. So Leute, ich bin jetzt gerade schon da. Ich zeige euch jetzt mal, wie viel ich dabei habe. Gönnt euch das bitte mal. Dieser fucking Koffer ist riesig und er ist wirklich proppevoll. Ich bin jetzt schon wieder zurück. Till ist auch mit dabei. Ich habe jetzt gerade schon geduscht und jetzt heute passiert nicht mehr so viel. Ich habe ein paar Sachen bekommen. Das ist ganz cool. Das zeige ich euch morgen. Und ich bin auch einige Sachen losgeworden. Es sind zwar echt auch viele übrig geblieben noch, aber ich mache ja auch noch den Flohmarkt, deswegen passt das schon alles. Guten Morgen. Ich mache jetzt eine kleine Show. Das hier ist das eine Oberteil. Sowas trage ich ja sonst nie, aber ich fand es ganz süß. Dann die Hose, richtig geil. Also die sitzt halt einfach so gut. Hat leider hier so einen kleinen Fleck, aber ist nicht so schlimm. Alter, ich bin halt so super träge irgendwie. Es ist ein super grauer Tag, aber super warm. Unten, ich habe es leider zu kurz gemacht. Schlau. Aber ich fand den von Anfang an nicht so geil, deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, aber... Also Leute, es ist gerade wirklich richtig schlimm. Es regnet mal wieder wie aus Eimern. Ich bin so unmotiviert. Mein Zimmer sieht aus wie auf dem Schlachtfeld. Ich zeige euch jetzt mal, was ich alles noch so bekommen habe gestern. Den Pulli. Den finde ich ziemlich cool. Die andere Hose. Baggy und ist aber auch ganz geil. Die Stricker finde ich auch noch ganz cool. Die Hose ist auch ganz geil. Die ist so knapp. Der Rest ist nur so aus Spaß mitgenommen. So, und ich habe jetzt keine Ahnung, was ich machen werde. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Schuhe. Weil die Plateauschuhe, die ich bestellt hatte, die sollen heute ankommen. Leute, keine 5 Minuten später. Und es sind einfach alle Schuhe da, die euch jetzt so anprobieren. Ich werde mit denen anfangen. Das sind Sandalen. Die sind auch am teuersten. Eigentlich sind es die perfekten Schuhe für meinen Anlass. Weil die halt wirklich relativ schlicht sind. Ich weiß, dass ich sie auch so weiter tragen würde. Aber sie kosten halt 125 € für ein paar Sandalen, Leute. Das ist doch too much. Ich wollte ja schon so lange Buffalos haben. Ne? Das sind jetzt 2 verschiedene. Die sind noch mal höher und die sind ein bisschen tiefer und die haben halt so Schmetterlinge dran. Ich finde die Sandalen ja mal so viel schöner. Okay, den ganz großen habe ich auf jeden Fall ausgeschlossen, den fand ich super hässlich. Ich muss mich jetzt zwischen denen entscheiden, weil den finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, der hat 65 und der 125 gekostet. Doppelt so viel. Diese Schuhe kosten doppelt so viel wie die. Was? Kann doch nicht sein. Also, von der Höhe sind die, glaube ich, sehr grottengleich groß. Und eigentlich brauche ich auch ein paar offene Schuhe für den Sommer. Okay, also ich tendiere sehr stark zu den schwarzen Schuhen. Weil ich finde die echt geil und ich würde sie echt auch gerne einfach mal so tragen. Dann macht es mich größer. Ich finde es irgendwie geil. Und wer günstig kauft, kauft auch zweimal. Ne? Also die kann ich dann ein Leben lang haben, wenn es gut läuft. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich die irgendwann nicht mehr geil finde, weil die schon extra sind, sag ich mal. Die sind halt echt Leder. Die haben halt Qualität. Und ich gehe auch arbeiten. Kann man sich mal gönnen. Und vielleicht bezahlt mir meine Mom was dazu, weil ich die halt auch eigentlich brauche. Also entweder nehme ich die schwarzen oder gar keine. Ich habe die ganze Zeit die Schuhe an. Ich kann tatsächlich noch nicht ganz entscheiden, ob die irgendwann unbequem werden und scheuern. Vor allem hier oben. Und wenn nicht, dann nehme ich sie, glaube ich, echt.
Wir sind gerade essen, richtig geil. Ich gehe mit Tara gerade asiatisch essen oder japanisch. Ja, also ist ja. Aber es ist richtig geil, weil wir haben das mit so einer App gemacht und Tara hat halt ein paar mehr Follower so. Und es ist richtig geil, da haben wir so einen Gutschein bekommen und es war richtig, richtig lecker. Wir sind jetzt leider schon fertig, aber wir haben ja gerade noch ein paar Edamame. Aber es war sehr lecker. Ich bin die Sugar Mami von Julia. Ja. Wollen wir jetzt noch kurz shoppen? Jetzt gehen wir ins Yam. Lass mal was probieren gehen. No way. Musik übrigens. Das heißt, wir sind so viel hin und her gerannt. Ich habe 16.000 Schritte, glaube ich. Und ich hatte meine neuen Sandalen an. Ich bin so im Arsch. Ich habe eine Blase und zwei aufgeriebene Stellen. An sich waren die Schuhe super bequem. Also es lag nur daran, dass ich die vorher noch nie getragen habe und jetzt so lange getragen habe. Und jetzt leide ich gerade echt ein bisschen. Es ist so wichtig, dass die Füße wieder verheilt sind, bis der Abiball da ist. Also wow. Ich habe jetzt gerade beschlossen, mal meine Fußnägel zu machen. Und zwar mit Gel. Ich habe nämlich ein ganzes Gel-Set. Das sieht im Sommer immer so geil aus, wenn man weiße Fußnägel hat. Ich sitze hier gerade auf dem Boden. Die muss man gerade hier ein bisschen aushärten. Aber ist ein Struggle. Ist wirklich ein Struggle. Weil ich es echt immer so perfekt machen will. Ja, und dann muss ich auch eigentlich schon in einer Dreiviertelstunde los. Dicksten Augenringe. Ich hatte schon lange nicht mehr so wenig Bock auf einen Tag. Also ich habe ja jetzt irgendwie die letzten Tage nicht so viel mitgefilmt. Das ist gerade super stressig alles. Übrigens, meine Augen sind auch deswegen so schlimm, weil ich meine Augenroutine die letzten Tage nicht machen konnte. Das muss ich gleich unbedingt machen, aber dann schwillen die direkt so beschissen an. Gestern war ich auf jeden Fall den ganzen Tag arbeiten. Heute muss ich wieder arbeiten, aber dadurch, dass morgen mein Flohmarktstand ist und ich da auch keine Zeit für irgendwas habe und Montag Taras Geburtstag ist, wo ich auch noch ein bisschen was vorbereiten muss, muss ich mich jetzt richtig ranhalten. Der nächste Tag ist richtig krass getaktet. So, first step, Kleid nochmal anprobieren und mit den Schuhen checken, ob das passt. Ich bin gerade auf Arbeit und ich bin hier gerade alleine, deswegen kann ich gerade ein bisschen filmen. Und ich muss jetzt Sektempfang vorbereiten. Kann ich euch mal zeigen, wie es hier aussieht. Heute ist eine Hochzeit mit sehr wenigen Leuten. Und wir sind auch gerade mal zu dritt, Servicekräfte. Deswegen ist es alles sehr entspannt heute. So sieht es hier aus. Ich liebe diese Location. Auch so einfach Palmen. Und da drin ist dann halt, kann man auch reingehen. Ne? Aber ja. Arbeiten in solchen Tagen ist halt so entspannt. Es macht halt so einen Spaß. Gute Musik. Ich rieche einfach Sahne klaue und esse. Es sollten heute eigentlich 150 Leute kommen, jetzt sind nur 50 da. Es ist so entspannt, die Leute sind so nett. Ich sitze jetzt hier schon mit meinem Campingstuhl auf der Straße und warte darauf, dass wir mit unseren ganzen Sachen einen Stand bekommen. Heute ist Flohmarkt, by the way. Ich fahre jetzt durch. Es ist, ich glaube, 6:30. Ich habe jetzt noch ein bisschen was mitgenommen, aber der Großteil ist weg und es fühlt sich so erleichternd an. Die Ohrringe habe ich übrigens einfach umsonst bekommen. Richtig geil. Und das Oberteil auch. Und die Hose auch. Yes. So. Es ist schon wieder fast um 1. Update zum Instagram-Thema. Für die, die es jetzt nicht schon 20 Mal gehört haben, weil ich es
überall erklärt habe. Ich habe mir Instagram jetzt nach einer Woche zwar wieder runtergeladen, aber ich habe das so gemacht, dass ich quasi auf meinem Privataccount nur sehr wenigen Leuten folge und eben erstmal nur auf dem Privataccount sein kann, um Sachen hochzuladen und nur Sachen von den Closest Friends zu sehen. Ich sollte jetzt mal schlafen gehen, weil morgen gibt's einfach einen Fernsehdreh. Aber eine Freundin von mir, Tara, die ist ja ein junges Model und die wird einfach in der Reportage gezeigt. Mal sehen, was wird. Was wird? Mittwoch ist Abiball. Juhu! Gute Nacht, Freunde.